Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zum 48. Tag der Kaninchenbabys. Heute werde ich noch ein Video drehen, und zwar die Geschlechtserkennung. Das Video, das werdet ihr bald sehen. Was ihr jetzt seht, weiß ich ja auch noch nie, welche Geschlechter es jetzt sind. Das werde ich morgen auch noch nicht erzählen, bei Tag 49. Das werdet ihr erst erfahren, wenn das Video Geschlechtserkennung online gekommen ist. Ja, ich bin mega gespannt. Ja. Auf jeden Fall werden wir mit dem ganz dunklen anfangen, dann der Twix 2.0 und dann der Max da und dann zu allerletzt Krümmelchen. Und ob die Namen wirklich dann zum Geschlecht passen, das wird auf jeden Fall richtig spaßig. Wahrscheinlich müssen wir da bisschen die Namen ändern, ja, zum Beispiel Max auf Maxi, Krümel auf Krümelinchen, Twix auf Twixi. Tja, werden wir sehen. Genau. Ich hoffe auch, dass sie gut mitmachen, weil ihr kennt das ja selber, wenn ihr Geschlechtserkennung auch mal macht, zappeln die richtig rum. Deswegen habe ich ja auch heute eine zweite Person da, die mithilft, die das Kaninchen hält, und ich werde nachschauen. Wir müssen das nämlich echt gut sehen im Video. Hier sind schon wieder irgendwie ganz schön viel Fliegen. Ekelig. Ich habe auch übrigens gesehen, im letzten Video habe ich ja mit dieser Kamera gefilmt. Das werde ich heute auch machen und in den nächsten Videos, weil die Auflösung, die war Bombe, besser als mit dem Handy, und die hat nie so Probleme wie im Handy bei hellen Kaninchen, dass das dann so richtig hell wird. Die Kamera hat überhaupt keine Probleme. Manchmal ist es im Hintergrund ein bisschen verschwommen, ist ja klar, da muss man ein bisschen mit ranzoomen. Ja, das werdet ihr ja jetzt sehen. Hat die sich gerade den Kopf eingehauen? Moin. So, da gucken wir mal die Kleinen an. Kleinen sind sie eigentlich gar nicht mehr. Die sind ja schon so groß geworden. Ja, übrigens, jetzt gerade eben ist jetzt nicht so viel Futter drin. Das sieht man ja. Hier ist gerade nur ein bisschen Weide drin. Es hat nämlich gerade geregnet, da muss ich mal kurz warten, bis das mal ein bisschen abtrocknet. Das war nur ein ganz kurzer Schauer, damit ich dann gleich mein Gras schneiden kann und die Blätter von den Bäumen pflücken kann. Ja. Ja, nicht so neugierig. Ich weiß, ihr habt Hunger, ihr bekommt das gleich. So, was machen die jetzt dort? Die versammeln sich hier unterm Brett. Wahrscheinlich bequatschen sie es gerade, dass sie das heute nicht wollen mit Geschlechtserkennung. Ne, die werden wahrscheinlich an einen ganz kleinen Apfel knabbern. Hier drüben liegt sogar auch noch ein Stück, aber irgendwie fressen sie immer alle gleich von eben. Ja. So, Twix 2.0 ist hochgesprungen. Jetzt wird er wieder runterspringen. Ja, da haben wir es bald geschafft. Nächstes Wochenende ist dann schon der Verkauf. Ob da alle weggehen an dem Tag, das werden wir ja sehen. Auf jeden Fall wird es da ein Abschiedsvideo geben. Wahrscheinlich sehen wir da auch die Fans, die die Kaninchen abkaufen. So, dieses Mal gibt es keine Nachtsehen. Die kommen dann erst bei Tag 49, und das ist morgen. So, the next day, gestern war die Geschlechtserkennung, und ich weiß, wie viel Rammler und Häsin wir haben. Ja, Rammler und Häsin, das heißt, dass es schon mal keine nur Rammler sind oder nur Häsinnen. Also das Video dürft ihr nicht verpassen, das müsst ihr unbedingt anschauen.
War auf jeden Fall echt cool. Also, keiner von den Vieren hat sich geweigert. Ging auf jeden Fall ratzfatz dieses Mal. Wir haben ja nur 4 Stück gehabt, aber trotzdem hat keiner gezappelt. Super. Es war ein bisschen schwierig bei 2 Kaninchen. Ich verrate aber noch nicht, welches. Also lasst euch überraschen. Ich werde heute auch ein Video drehen. Und zwar werde ich die 4 heute wiegen, was ich euch ja versprochen habe. Und das mache ich nämlich zwischen Fred und Twix. Ist ja noch ein Bereich, wo ich immer die großen Kaninchen gewogen habe. Das werde ich heute dort machen. Ja. Weiß jetzt noch nicht, ob ich das mit einer Tragekiste mache. Ich denke mal, ich werde das ohne Tragekiste machen, damit wir das Kaninchen richtig schön auf der Waage sehen können. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht weg und kriegen irgendwie so einen Anfall. Na, die haben gerade Gurke und Apfel bekommen, sind wahrscheinlich wieder ein bisschen nass und deswegen schütteln sie gerade hier so die Pfoten aus, weil die, ja, die Früchte sind ganz schön wasserhaltig. Ja. Also das Video dürft ihr auch nicht verpassen, wo ich die Kaninchen wiege. Auf jeden Fall wird das was ganz Neues. Ich habe mir was einfallen lassen. Ja. So, boah. Gut, ich zeige jetzt mal die Kaninchen wieder von nah an. So, das guckt man wieder von nah an zu. Leider sehen wir gerade nicht, was sie genau fressen. Darf ich mal gucken? Darf ich mal gucken? Geh mal bitte rüber. Genau. So, ich sehe, es sind keine Apfelstückchen mehr, es sind nur noch Gurkenstückchen. Eigene Gurke. Und das fressen sie wahrscheinlich gar nicht. Schmeckt wahrscheinlich nicht. Ja, der dunkle Fricht schön aus der Heuraufe, was mit Grünzeug wieder voll ist. Das schmeckt, ne? Frisches Gras. Morgen soll es wieder regnen. Morgen ist nämlich wieder Ausmistzeit, weil ich Sonntag ja immer ausmisten tue. Gründlich alle. Und das jede Woche. Jede Woche. Ganz schön groß geworden, oder? Eine Woche haben sie noch, dann müssen wir uns nämlich verabschieden. Na, dann gehen alle 4 an meine Fans. Putz dich mal, genau. Das machst du richtig. Krümelchen. Genau, super. Machst du fein. Super. Schön putzen. So, es gibt wieder Nachtzehen und die werde ich jetzt zeigen. Da starten wir sofort. Der macht erstmal einen Sprung fast auf die Trixie und Max drauf. Krümelchen hat es knapp verfehlt um 21.09 Uhr. Auf jeden Fall coole Szene. Alle Beete putzen sich, stehen ein bisschen da wie so ein Erdmännchen. Das ist, glaube ich, der Koko und der Max oder Krümel. Sieht man jetzt nicht so ganz genau. Nee, das ist Krümel. Ja. Weil unten ist der Max und der Twix 2.0. Und hier sind noch lange nicht fertig mit sauber machen. Jetzt kommt der Max hoch. Da werden sie sich nicht mehr putzen. Andere Kamera ist gerade ausgegangen. Leider gibt es nicht mehr bessere Szenen von der Nachtsichtkamera. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst eine gute Bewertung da und verpasst die anderen Videos nicht. Wiederschauen, reingehauen.